So, herzlich willkommen bei meinem neuen Video. Ich hoffe, die Einleitung hat euch ein bisschen gefallen. Ich bin jetzt hier schon auf der Insel. Wie ihr gesehen habt, lief das Video ja vorher im Zeitraffer ab. Ich muss mich jetzt hier darum kümmern, dass ich hier ein paar Köderfische rankriege. Deswegen bin ich auch relativ früh los, aber man merkt schon, allein die ganze Vorbereitung, alles. Ne, das verbraucht Unmenge an Zeit, wenn ich jetzt mal so gucke. Wir haben es jetzt schon wieder 13.48 Uhr. 17 Uhr wird es schon wieder dunkel, also ich habe nicht viel Zeit. Hier ist viel Holz, also kann ich ein bisschen Holz sammeln. Muss mal gucken, wo ich hier mein Lagerfeuer mache. Der Boden ist hier relativ trocken. Hier ist bloß alles voller Kacke. Hallöchen, hier live vom Angelplatz jetzt. Ich habe hier guten Empfang, das heißt, hier kann ich ein bisschen mehr Stories rein posten heute. Hier ist mein Zelt. Hier sind noch ein paar Angel-Equipment-Sachen, die ich noch reinbauen muss. Da vorne ist mein Boot. Ohne Boot wäre ich jetzt hier nicht raufgekommen. Hinten ist die Kamera, die ist dann wieder mit einem Anschluss, um dann hier ein paar Videos mit abzudrehen. Mal gucken, was heute kommt. Ich denke, ich werde heute mit zwei Welsruten angeln und dann mal sehen, was heute Nacht so kommt. Interessant ist, dass hier anscheinend irgendein großes Tier sein Unwesen treibt auf dieser Insel. Alles voller Kacke. Ich frage mich, welches Tier hier raufkommt. Ich tippe mal auf den Schwan. Ich hoffe nicht, dass sie mich hier heute noch besuchen kommen. Wenn ja, wenn doch, gibt es hier, glaube ich, ein bisschen Ärger. Problematisch wird es jetzt, wenn ich jetzt reintrete, ich rutsche da jetzt jedes Mal weg. Und hier besteht jetzt die Gefahr, dass ich jetzt hier jedes Mal reinfahren könnte, wenn ich jetzt im Wasser bin. Deswegen werde ich jetzt mich erstmal darum kümmern. Ich habe keinen Bock, hier irgendwie irgendwann jetzt demnächst reinzufallen und dann wäre hier alles sowieso vorbei und ich würde hier mir einen abklappern und wahrscheinlich krank werden. Mal gucken. Also ich werde jetzt hier erstmal den ganzen
Kot hier wegschaufeln. Boah, ist das hier scheiße, ey. Oh, ich hab einen Fisch. Jo. Oh, guckt euch, Alter, guckt euch mal den dicken Barsch. Alter, Alter, guckt euch mal den fetten Barsch an, ey. Oh. Alter, Alter, ist der riesig. Oh, das ist ein schöner Barsch. Oh, das ist ein geiler Drill. Auf jeden Fall, tue ich das schöne Ding mal an. Ich habe noch nie so einen großen Barsch gefangen. Guckt euch mal meine Hände an. Guckt euch, es ist ja, der hat gekämpft. Wahnsinn, ey. Schön auf den Dude von Zack. Geil, und schön mit der neuen, mit der schönen Sherry-Stick. Und der nächste Barsch. Oh, Alter, Alter, das geht ja. Oh, das geht ab. Das, oh, das ist geil. Guckt euch mal die Rute an. Oh, Alter. Ja, der nächste Barsch. Oh, und was für ein schöner. Ey. Und was für ein Glück. Alter, ist das ein schöner. Der zweite. Alter, was für Riesengranaten hier sind. Guck dir, der hat locker 40. Oh, ey, gleich der zweite Wurf, die zweite Kische. Ey, guckt euch das. Guckt euch den schönen Barsch an. Meine Fresse, ist das geil. So. Ich war gleich hier vorne. Mal gucken, ob noch einer reinsteigt. Das ist ja der Wahnsinn. Ey, das ist... Hier muss eine Hofburg für dicke Barsche sein. Das ist der Hammer. Und wie, ey, das, die knallen sofort rein, das ist der Hammer, ey, das. Da, und der nächste. Okay, das scheint ein Hänger zu sein hier. Muss ich rum vom Boot an, das kriege ich das jetzt nicht hier nicht hin. Guckt euch mal diesen schönen Barsch an. 40 cm. Mein bis jetzt größter Barsch. Schönes Ding. Geht noch ein bisschen. Allein für die zwei Barsche eben hat sich der Drill schon gelohnt. Also allein der Trip hierher. Hammer. Ich habe mir jetzt zwar einen Köder abgerissen, muss jetzt alles neu machen. Aber nicht so schlimm. Manchmal hat man nur mal ein bisschen Verluste. Ich glaube, hier vorne war auch irgendwo ein Baum in der Ecke drin. Weiß ich. Jetzt habe ich einen anderen Dude dran gemacht. Ich habe die andere Packung gerade nicht gefunden gehabt. Hammer, ey, das ist der Wahnsinn. Wie die schon wieder. Aber kannst vergessen, hier ist irgendwo ein Baum drin. Und ich hing schon wieder fest. Und ich dachte, ich habe schon ein bisschen weiter rechts geschmissen. Nee, ab. Das ist schon wieder ärgerlich. Eben gerade dran gemacht, neu. Ach, das, sowas kotzt mich denn schon wieder an, dass hier so ein blöder Baum ist. Und da kann man natürlich mit einem Echolot wieder hier alles nachgucken, wie die Bodenbeschaffenheit ist. Damit ich in Zukunft hier alles umgehen kann. Nach den zwei schönen Barschen ist mir der nächste Dude abgerissen. Halb so wild. Ich werde jetzt versuchen, mir Feuerholz zu sammeln. Ich habe zwar Anzündholz extra im Baumarkt gekauft, aber... Hier sieht es so aus, als hätten wir hier hinten im Hintergrund genug Holz. Schön mit Birkenrinde, weil da hinten noch eine umgekippte Birke ist und
steht denen nachher gleich nichts mehr im Weg. Also ich würde mich erstmal jetzt am Feuerholz sammeln. Breit machen. Bin jetzt hier oben auf dem Baum, wenn man hier schön sehen kann. Eine umgekippte Birke. Versuche jetzt hier ein bisschen Feuerholz abzusammeln. Ich bin ziemlich weit oben, wie man sehen kann. Gut. Zwei schöne Exemplare habe ich schon gefangen. Seht ihr aber später im Video. Hier auf dem Baum. Versuche mir hier gerade ein bisschen Holz abzuschneiden. Bisschen für mein Lagerfeuer. So. Ich darf bloß nicht abrutschen. So, natürlich wird es. Jetzt ist es eigentlich schon relativ dunkel, aber ich habe jetzt erstmal die ISO ein bisschen höher gestellt, deswegen wirkt das hier relativ hell. So, das hier ist eine Steinmontage. Dieser Köder hier ist an diesen Stein hier befestigt. Das ist eine monophile Schnur, die reißt bei großem Druck ein und löst sich dann von diesen Steinen. Hier vorne ist Naturgarn, der löst sich dann auf. Falls hier ein Wels beißt, reißt dann diese Schnur durch hier, diese monophile Schnur, und hackt sich dann an diesen schönen. Hier sieht von meiner Hand schon Forelle. Mal ausprobieren. Letztes Mal habe ich mit Wurmbündel und Leber einen Biss gehabt. Jetzt versuche ich es mal nochmal mit Forelle. Habe die kurz mal im Wasser gestellt, um zu gucken, wie sie schwimmt. Schwimmt gut. Und überall sieht man kleine Fettbläschen. Also ich glaube, könnte was werden heute. Mal sehen, was hier noch kommt. Die werde ich jetzt erstmal ins Wasser schmeißen. So, hier sieht man das nächste Vorfach. Mal sehen, ob das kommt oder nicht. Also das ist jetzt erstmal die letzte Welsroute und die andere werde ich nachher so raus dazwischen den Beinen rausfeuern und dann ist gut. Und dann ist hier erstmal alles erledigt zum Glück. Hier haben wir schöne Birkenrinde. Das will ich erstmal schön fürs Lagerfeuer fertig machen. Bis eben war ich noch an den ganzen Angeln beim Vorbereiten, rausschmeißen. Ich will mal sagen, ist hier nicht langweilig beim Angeln, aber es ist ja nicht langweilig und man hat ja ständig was zu tun. So, und jetzt, natürlich, wenn ich jetzt nicht angeln würde, also kein Feuer machen würde, wäre ich natürlich jetzt durch, ne? Aber ich möchte es ja noch ein bisschen gemütlich haben. Vielleicht noch was heiß machen. Und dann geht's nachher ins Bett, sofern halt nichts weiter kommt. Leider habe ich keinen Köderfisch gefangen. Ach ja, man merkt es, die Temperaturen werden kälter. Wenn man jetzt überlegt, vom zweiten Video zum vierten Video, wie das so nachgelassen hat mit den Fischen. Die Köderfische, das ist schon extrem, deswegen gehen halt viele Angler jetzt zu den Temperaturen gar nicht mehr raus, weil es halt nicht mehr so erfolgsversprechend ist zu angeln. Und die schönen Barsche, die waren extrem geil. Oh, das ist unglaublich. Ich kann es noch mal wiederholen, der Drill, unglaublich. Hammer. Ich denke mal, das reicht. Irgendwann noch mal hier sein sollte. Natürlich extrem selten geworden, dass ich hier auf dieser Insel bin, war mit einer meiner Lieblingsstellen. Mittlerweile bin ich gerne an der Wano. Hier hat man natürlich auch seine Ruhe. So, soll ich nichts sagen? Nee, doch nicht. Okay, ich dachte, der Biber hat den hier umgehauen. Aber der Biber ist diesmal unschuldig. Gut, ich denke mal, das reicht. Dann werde ich mir jetzt erstmal mein Feuer fertig machen. Wie man mitkriegt, ist es hier ganz schön windig. So, Feuer habe ich jetzt anbekommen. Ich muss gerade mein Handy halten, damit ich mich hier sehen kann. Ich habe leider nicht hingekriegt, den Gimbal einzusetzen. Einfach die Zeit ist einfach viel zu kurz, die man hier benutzt. So, ja, das Feuer brennt auch schnell nieder. Ich muss gleich wieder was raufschmeißen. Ich werde mir gleich auch was zu essen machen. Dafür habe ich jetzt Zeit. Welsruten und auch die andere Köderfische habe ich ja gar nicht gefangen.
eine zweite Gebatsche, also die kann ich ja, möchte ich nicht gerne ranhängen. Ja, bleibt halt einer Wurm übrig. Mal sehen, was da kommt. Schade. Also hier war es ganz schön schwer auf Köderfisch. Ne? Ich habe auch im Sommer manchmal hier meine Probleme gehabt an dieser Stelle. Ja, dadurch, dass es halt so schnell dunkel ist, ist es halt schlecht, wenn hier nochmal irgendwelche Versuche zu starten. Nachdem die Barsche so geil gewesen haben. War geil einfach. Gut, also ich sehe gerade hier auch mein Lautsprecherpegel, dass hier der Wind extrem aufpfeift. Ich werde jetzt hier das Holz rumschmeißen, mir noch etwas zu essen machen und dann mal gucken. Dann quatsche ich euch bestimmt nochmal wieder ein Ohr ab. Sonst ist es hier sehr angenehm. Ich finde es ja, also sehr ruhigstellend, weil man weiß ja, hier kann nichts Großartiges passieren. Sofern die Schwäne hier wegbleiben, die vermutlich hier hingeschissen haben. Denke ich mal zumindest, will ich eine ruhige Nacht haben. Ja, mal gucken, ja, wie das hier so läuft. Vielleicht kann ich hier morgen früh noch ein paar coole Aufnahmen machen, euch hier zeigen. Also diesmal wird das bestimmt ein kurzes Video. So, habe ich hier mein Zäpfchen raus für die Konkane. Mal gucken, ich weiß eigentlich nicht, die haben direkt ein Feuer, aber hier gerade keine andere Möglichkeit, hier mein Feuer heiß zu machen. Mein Essen heiß zu machen, so. Ich glaube, so allmählich ist mein Essen fertig. Oh ja. Oh, das dampft schön. Die Temperatur reicht. Gut, hat auch ein bisschen gedauert. Ich habe es auch noch am Rand des Feuers hier gemacht. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall meine Chili con Carne gönnen und dann mal sehen, was heute noch kommt. Ich melde mich dann auf jeden Fall. So, wie man hier sieht, ich muss mal mein Stativ mal ein bisschen weiter wegräumen. Schöne Atmosphäre hier, schön sternklarer Himmel, habe ich die letzten Male nicht gehabt, war immer bewölkt. Großteils, ja, noch keine Aktion. Ich weiß auch gar nicht, wie spät wir es haben. Muss mal rauf gucken. 19.44 Uhr. So, eben kamen noch ein paar Angler vorbei. Die kannte ich von meinem Verein. Die haben versucht, auch noch auf Zander zu angeln. Ist nachts natürlich in diesem Gewässer auch ziemlich praktisch. Wusste ich auch gar nicht, dass man so nachts auf Zander angeln gehen kann. Mit Köderfisch. Ist natürlich extrem cool. Muss ich mal ausprobieren. Jetzt ist natürlich die richtige Jahreszeit dafür. Ja, ich würde mir jetzt nochmal die letzten Feuerstunden oder Feuerminuten hier nochmal gönnen, hier am Lagerfeuer. Dann werde ich mich erstmal ins Bett begeben, mein Handy laden und dann mal sehen, was noch passiert. Vorher werde ich noch die Angel kontrollieren, die eine Wurmrute. Ich habe leider dann nur eine. Spannend, ein bisschen Arbeit, muss man auch mal ein bisschen das Positive sehen. Wie gesagt, der Stoffwechsel der Fische, der fährt runter. Die Fische sind weniger aktiv, außer natürlich die Barsche, die sind jetzt nochmal auf Hochtouren im November. Im Dezember nachher wird es dann auch wieder weniger. Die haben auch ihre Beißzeiten, habe ich letztes Mal gesehen gehabt. Sehr interessant, sich damit mal ein bisschen zu beschäftigen, wie so die Beißzeiten der Fische so sind. Und jetzt muss man halt die Zeiten für Barsch nochmal ausnutzen. Eigentlich muss ich mal vom Boot aus mal die Angelstelle beangeln. Also extrem geil, das hat mega viel Spaß gemacht. Wie gesagt, ich hoffe, ich konnte das richtig aufnehmen auf meiner Kamera, mit der ich jetzt auch gerade filme. Jetzt habe ich halt nur mit der Osmo jetzt gefilmt gehabt. Jetzt auch mal, ich zeige euch mal ein paar geile Bilder. Die füge ich jetzt mal hier mal ein, damit ihr mal seht, was die kleine Kamera so drauf hat. Also ich finde es mega genial, vor allem der Sternenhimmel, der so
mega, mega schön ausgeleuchtet ist. Und das macht nur diese kleine Osmo-Kamera. Das ist ja Wahnsinn einfach. Na, ich versuche nachher noch mal ein paar Aufnahmen noch mal zu machen, wenn es ein bisschen, das heißt dunkler ist, wenn das Feuer nachher aus ist, weil dieses Licht, die Reflexion, die wird von der Kamera auch natürlich mit aufgenommen. Ja, hier auf jeden Fall mega, mega schön, oder? Es wird ganz schön kalt, also gefühlt ist es heute kälter als beim letzten Mal, als ich beim Ansitz war. Und heute sind es jetzt aktuell, glaube ich, 5 Grad, habe ich gesehen gehabt. Letztes Mal waren es 2 Grad. Gefühlt würde ich jetzt sagen, sind es sogar 2 Grad, mindestens 2 Grad. Wir werden mal sehen, was jetzt nochmal die Nacht so kommt. Selbst wenn gar nichts kommt, muss ich sagen, bin ich zufrieden mit den 2 Barschen. Habe ich mir jetzt wirklich gemacht gehabt. Der Drill war einfach geil. Das ist, wenn man kein Angler ist, kennt man dieses Gefühl, einfach nicht diesen Fisch an der Rute zu haben, weil man alles merkt. Mit einer schönen, guten Rute, hochqualitativen Rute, merkt man den Köder, den Boden, die Beschaffenheit, alles. Das merkt man bis ins Handgelenk einfach. Und wenn da mal so ein Fisch raufknallt, das ist der Wahnsinn. Das ist Adrenalin pur einfach. Da kommt nochmal der Jäger aus diesen Menschen heraus. Das sind Urinstinkte, die dann erwacht werden. Ja, und Menschen, die nicht jagen oder nicht angeln gehen, die kennen dieses Gefühl einfach nicht. Naja, ich möchte das euch auch nicht aufzwingen. Ihr seht ja hier in den Videos. Und auch immer ganz wichtig, den Angelplatz auch immer ordentlich hinterlassen. Ich muss dann auch meinen Müll dann wieder wegräumen. Hier ist alles ordentlich gewesen, außer die ganze Kacke, die hier rumlag. Dafür kann ich ja nichts. Naja, mal sehen. Ich denke mal, ich werde bestimmt nochmal im Sommer, mal nächsten Jahres nochmal hier angeln. An der Stelle hier auf dieser Insel. Fetzt auf jeden Fall. Ist schön, mal wieder hier gewesen zu sein. Das war eigentlich auch der Grund, warum ich mir das Boot gekauft hatte, weil wir damals unser Boot wegräumen mussten, weil dann hier alles privatisiert wurde, die ganzen Liegeplätze, dann wurde dafür bezahlt, musste dafür bezahlt werden und wir haben halt gar keine Info darüber gekriegt und dann waren alle Plätze weg und dann mussten wir mit unserer Nussschale hier weg. So, und dann, das hat mich dann so innerlich geärgert gehabt und dann habe ich mir dann auch dieses Schlauchboot gekauft. Das war eigentlich mit einer der Hauptgründe. Und auch natürlich dann auch mit Bells und dann blieb dann auch immer die Frage von meinen Familienmitgliedern, ja, nutze das denn überhaupt? Und an sich ist es ja immer meine Sache, was ich mir kaufe. Und ihr seht es ja in meinen Videos, ich habe das Boot jedes Mal mit dabei. Es ist schön, schön das Boot jedes Mal auch mit dabei zu haben, weil es einfach geil ist, muss ich sagen. Ja. Ich möchte das Boot nicht mehr missen, weder auf der Ostsee noch auf der Unterwarnow noch auf der Oberwarnow noch hier. Weil mein SD-Kartenspeicher war gerade voll. Ich habe die Videos gar nicht von der letzten Session gelöscht gehabt. Musste ich gerade eben nochmal nachträglich machen. Gut, ich muss sagen, dass ich sehr zufrieden trotz alledem bin. Auch Ausbeute hier. Wenn ihr sonst noch mal Fragen habt oder so, schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Oder schreibt mich über Instagram an, falls ihr irgendwelche Fragen habt. Allgemein über mich oder über die Angelei. Ich habe da auch nicht mega viel Ahnung. Ich bin jetzt auch kein Profi. Ich meine, ich angel schon seitdem ich 14 bin. Man hat so die ein oder andere Erfahrung, wie man drillt und alles, das hat man nachher irgendwie im Blut drin. Ich habe natürlich auch vorher schöne Fische gefangen gehabt, da habe ich halt nur nicht die Kamera mit dabei gehabt. Im Sommer ist natürlich weitaus mehr Aktion, was das alles angeht. Jetzt sehe ich gerade, hat nur noch 10% mein Akku. Zweiter Akku leer, das andere müsste aber dann schon wieder voll sein. Das heißt, ich habe noch 2 volle Akkus. Dann auf jeden Fall nochmal ein bisschen Stuff nochmal zum Reinbringen. Lade ich dann schon wieder nebenbei das andere Akku auf. Mal sehen, was heute noch so kommt. Also ihr werdet auf jeden Fall nochmal ein Video sehen. Wenn noch was kommen sollte, wenn ihr Fragen habt, schreibt die Fragen in die Kommentare rein oder auf Instagram. Noch ist ja das Feedback oder allgemein noch nicht alles so groß. Ne? Der Ansturm oder mal sehen, wohin sich das denn alles so entwickelt. Ich denke mal, nächstes Jahr geht es bestimmt nochmal richtig ab. Allein nach dem letzten Video hat sich die Minutenanzahl dann schon verdoppelt. Ist schon extrem krass, sich das alles mal mit anzusehen, wie sich das alles entwickelt. Mal sehen, wohin sich das hier alles entwickelt, allgemein. Ich kann halt nicht immer regelmäßig super viele Videos reinstellen, nicht einmal die Woche oder so. Und vielleicht so circa schätzt, also rechnet ungefähr mit pro Monat ein Video, dass vielleicht pro Jahr 12 Videos reinkommen. Ne, ich habe halt auch mein Privatleben, ich habe meinen Sohn, um den ich mich halt viel kümmern muss. Ich freue mich dann auch morgen wieder zu Hause zu sein und dann viel Zeit mit ihm zu verbringen. Ist immer schön, so einen heranwachsenden kleinen Jungen dann zu Hause zu haben. Das ist auch immer ganz wichtig, sein innerliches Kind in sich nicht zu verlieren, weil ich finde, wenn man
das Kind in sich verliert, verliert man auch seine Menschlichkeit irgendwo. Und so zu leben, wie man selber möchte und nicht zu viel auf andere zu hören. Kritik ist okay, auch mal einen Ratschlag annehmen. Aber man sollte trotzdem immer man selbst bleiben. Guck mal, jetzt geht das Feuer nochmal richtig los. Gut, hier beende ich erstmal das Video an der Stelle und wechsle erstmal das Akku. Und wenn was kommen sollte, seht es auf jeden Fall jetzt in den nächsten Videoszenen drin. So, hier in die Route. Okay, schön, das kommt rein. Gut, guck mal, da haben sie den Wurm abgefressen. Muss ich nochmal neu ranmachen. Ich höre mal so ein tiefes Grunzen gerade. Und vorhin so ein Schrei, das ist mega verrückt. So, scheinen die Brassen heute Nacht wieder ein bisschen aktiv zu sein. Okay, ich werde mich hier erstmal wieder ins Warme, in meinen warmen Schlafsack begeben. Gut, ist so mollig warm. Hier sind gerade irgendwelche Jugendlichen gerade auf der Seite, wo ich mein Auto habe. Ich weiß nicht, ob ihr das Licht seht. Solche Vollidioten. Ja, gerade beim Einpacken, jetzt habe ich dieses Theater hier. Alles voller Schwäne. Ah, das gibt's doch gar nicht. Waren sie auf einer 24-Stunden-Reise unterwegs und jetzt kommen sie wieder, oder was? Hier, ich glaube, das sind die Übeltäter, die hier hingekackt haben. Eine Stunde noch und dann könnt ihr hier wieder rauf, okay? Alter, die müssen ja auch ganz schön viel Liebe gemacht haben, um so viele Schwinde zu produzieren. Gut, muss ich ein Auge behalten. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Siehst du, die sind extrem leise, wenn es danach geht. Guck mal, wie groß die Tiere sind. So, der Angelplatz wieder zusammengepackt. Ich muss jetzt noch 3-4 Sachen noch einräumen. Hier ist das volle Boot. Wichtig ist auch, sage ich ja jedes Mal, immer wieder aufräumen, dass man die ganzen Müll, den man mitnimmt, auch wieder wegschleppt hier vom Angelplatz. Everybody's walking toward the dead road on a place in a foreign world. Tidal waves and broken like a starlet. I am drunk, but I'm made for her. I was made to fall. Krieg's hin, krieg ich hin. Gut, alles klar. So, und zwar folgendes. Ich habe gerade jetzt die ganzen Sachen eingepackt, natürlich Ewigkeiten gebraucht. Ist auch alles mit sehr viel Arbeit verbunden. Ich habe gerade einen ehemaligen Klassenkamerad von der Grundschulzeit und Schulzeit getroffen und jetzt auch so Angler und auch Papa geworden. Und
was mega, mega cool ist. So, so, das Display war gerade aus. Was mega cool ist, er angelt auch noch so mit Vorliebe, so wie ich auch. Und mal sehen, vielleicht gibt es dann demnächst zukünftig ein Projekt, dass ich mit ihm dann zusammen angeln gehe. Nächstes Jahr auf Aquap im Frühjahr noch. Mal sehen. Da habe ich halt meinen zweiten Angelbuddy, wo wir dann in Zukunft dann mit 6 angeln können. Statt mit 3 und haben natürlich weitaus mehr Erfolg, als wenn ich nur alleine gehen würde. Ne? Und man kann natürlich auch wesentlich mehr ausprobieren. Man kann mehr Kombinationen ausprobieren, wo dann die Aquappen einfach darauf abfahren. Freue ich mich jetzt schon drauf. Gut, die Angelsession ist jetzt erstmal beendet, Nummer 4. Jetzt geht's ab nach Hause. Mein Sohn freut sich schon, falls er nicht jetzt noch Mittagsschlaf macht. Ich brauche unbedingt was Süßes. Ja, an sich, wie gesagt, war kein Wels, aber die zwei Barsche, die haben das nochmal alles rausgerissen. Ich war sehr zufrieden mit der Ausbeute. Hätte ich gewusst, dass da vorne ein Baum ist an der Spitze, wo ich geangelt habe, dann wäre ich das vielleicht nochmal umgangen und hätte noch wesentlich mehr Barsche noch gefangen. Aber naja, man weiß das nächste Mal wird besser, wenn ich ein Echo-Boot habe. Dafür ist das dann halt auch wichtig, dass ich dann die Kanten abscannen kann und dann sehe, was gerade unter mir sich für Materialien befinden, für Bäume, für Büsche oder was auch immer, für Gegenstände da gerade reingeschmissen wurden oder durch die Natur ins Wasser gelangt ist. Kann man halt vorher nicht sehen. Ärgerlich, 2 Köder verloren. Wie gesagt, 2 Würfel, 2 Bisse, der dritte Wurf gleich Hacker, der vierte Wurf auch gleich fest. Ärgerlich denn sowas immer. Aber beim nächsten Mal wird es auf jeden Fall besser sein. Hoffe ich doch mal. So, hier auf jeden Fall danke fürs Zusehen nochmal. Hat mir auch wieder viel Arbeit abverlangt. Nerven, denn da wieder zu angeln. Ich war ja schon Ewigkeit nicht mehr da. Dann die Schwäne, die dann kamen. Alles anstrengend, bei den Temperaturen halt draußen zu sein. Es ist anstrengend, draußen zu sein bei den Temperaturen, muss man nur mal sagen. Und auch die Zeit, die halt immer knapp ist. Es ist halt schnell dunkel, früh dunkel, man hat wenig Vorbereitung, die Fische beißen weniger, der Stoffwechsel wälzt sich runter von den Fischen. Und deswegen ist es schwer, auch an Köderfische ranzukommen. Man muss sich da ein bisschen mehr einfuchsen, ich muss mich mehr damit beschäftigen. Und mehr von meiner Erfahrung ausschöpfen einfach. Man angelt ja schon lange und vorher hat man sich halt noch nie so die Bilder gemacht, aber da bin ich jetzt halt auf dem Weg hin, dass ich mir mehr den Kopf mache, wie das alles funktionieren hat. Na, mal sehen, was die Zeit so mit sich bringt. Ihr werdet es ja sehen. Na? Gut, ich sage auf jeden Fall schon mal auf Wiedersehen. Vielen Dank, dass ihr das Video angeguckt habt und mal sehen. Ich denke, dass dies Jahr vielleicht noch ein Video reinkommt, wenn dann vielleicht im Dezember, mal sehen, oder vielleicht noch mal einmal im November noch mal angeln, also eine maximal 2 Sessions noch. Ich glaube, mehr Zeit werde ich dieses Jahr nicht mehr haben, gehe ich mal von aus. Ja, mal sehen, ja, man hat auch immer eine Familie, und die man sich kümmern muss, und sagt, da geht halt mein Sohn halt immer vor, und ich freue mich auch schon, dass ich dann wieder gleich zu Hause bin. Und natürlich dann auch wieder auf dem Sommersee mitnehmen kann, wenn es um Angeln geht. Na, da muss ich dann halt aufs eine nicht verzichten, wenn ich das andere haben möchte, wie es halt jetzt aktuell der Fall ist. Gut. Ja. Dann auf jeden Fall auf Wiedersehen und danke, dass ihr das Video angeguckt habt. Und wäre schön, wenn ihr ein Abo da lasst. Wäre schön, wenn ihr ein Abo da lasst. Like vielleicht, wenn es euch das Video gefallen hat. Ihr könnt es auch disliken, wenn es euch nicht gefallen hat. Oder schreibt mir in die Kommentare, was ihr an Kritik äußert. Ist für mich immer ganz gut zu wissen, okay, das kann ich vielleicht beim nächsten Mal besser machen. Ich bin halt immer noch in der Einfindungsphase. Wie führe ich die Kamera? Wie filme ich mich selber? Wie stelle ich mich selber dar? Ist halt immer nicht so einfach. Besonders beim Angeln habe ich dann meistens auch immer das Angeln im Kopf. Und ich muss dann auch wieder erstmal meinen Kopf dann einschalten, dass ich dann auch mal die Kamera mit dabei habe und auch die dann wieder aktiviere. Dadurch ging dieses Mal jetzt ein paar Szenen flöten. Oder ich habe es auch wieder falsch benutzt, die Kamera. Mal sehen. Ich hoffe, das wird sich auch in Zukunft ein bisschen bessern. Ich brauche auf jeden Fall jetzt was Süßes. Und naja. So,
mal sehen, wo uns das hier alles hinführt. Okay, gut. Wie gesagt, ich sage schon mal Tschüss hier an dieser Stelle und haut rein.